Die Vogelbeere ist für viele Menschen das höchste der Gefühle in Sachen Destillate, verbunden mit viel Arbeit und wenig Alkoholausbeute beim Destillieren. Es gibt aber noch eine Menge anderer Wildfrüchte mit derselben Arbeitsproblematik. Servus zu unserem Wildbeeren-Special. Gemeinsam mit Vittorio Capovilla führe ich Sie durch die heutige Episode und begrüße Sie dazu recht herzlich. Vittorio, servus, dass du auch wieder bei uns bist. Grazie. Freut mich sehr. Wir haben ja schon eine Folge zu Wildbeeren oder zu Wildfrüchten gedreht. Du bist anscheinend ein wilder Bärensucher. Das heutige Thema sind ja die Vogelbeere, die Elsbeere und das Extravagante oder das Extrawürstel unter Anführungszeichen ist die Schlehe. Die Vogelbeere und die Elsbeere gehören ja beide zur botanischen Gattung des Sorbus. Jawohl. Das heißt, sie haben eine sehr ähnliche Stilistik vom Duft und vom Geschmack beziehungsweise von der botanischen Genetik her. Wenn wir jetzt an die Vogelbeere hernehmen oder die Elsbeere, du musst dich fragen, sammelst du auch die ganzen Früchte oder verwendest du auch teilweise tiefgefrorene Früchte oder wie machst du das? Ich habe auch schon eingekaufte Vogelbeere gekauft, aber was Elsbeere und Schlehdorn, das muss man selbst sammeln. Die gibt es also nicht zum Kaufen, nirgendwo. Und da müssen wir auch ziemlich weit gehen und suchen und die Beeren sammeln. Diese drei, so wie du schon gesagt hast, diese drei Brände, die haben gemeinsam dieser intensive Mandelgeschmack. Also trotzdem, dass zwei verschiedene Familien sind. Steintonig, sehr intensiv, Benzaldehyd, Vogelbeere, die Elsbeere auch und auch die Schlehe. Sind natürlich anders, weil die Vogelbeere ist grünmandelig. Gegenüber die Elsbeere, die ganz andere Volumen, aber trotzdem sehr intensiv steintonig ist, so wie auch die Schlehe. Entschuldigung, Vittorio, wenn ich jetzt die unterbreche, ich möchte das gerne ein bisschen strukturiert aufarbeiten. Ja. Welcher Unterschied für dich ist eine Plantagen-Vogelbeere und eine Wildvogelbeere von der Stilistik her? Sind für dich diese beiden Früchte je nach Anbau identisch oder gibt es da einen Unterschied? Da habe ich keine Erfahrung, weil ich habe immer nur wilde Vogelbeere gebrannt, also eingemeischt und gebrannt oder auch selbst gepflückt, auch in unseren Bergen. Also die kultivierte Vogelbeere, die habe ich schon mal gesehen, also diese Selektion von Klosterneuburg, die auch roh essbar sind. Die habe ich nie gebrannt, also ich habe keine Erfahrung dadurch. Also ich kenne nur die übliche Vogelbeere, die man da in die Berge sieht. Ja. Für mich ist die Bergvogelbeere, die man wirklich am Berg findet, die idyllische, mit dem ganzen Mythos, der herumrankt, ist wirklich die typische Vogelbeere. Und die Vogelbeere, die am Berg wächst, hat eine tabakige Aromatik, hat eine erdige Aromatik, hat auch ein bisschen in die Rosen hinein, ein bisschen in die Hagebutte, die ganze Stilistik. Ja. Und hat natürlich auch ein bisschen grüne Töne und ganz leichte, leichte Bittermandel, Marzipantöne. Und im Gegensatz dazu, die Plantagen-Vogelbeere ist sehr, sehr Marzipan, Cantuccini dominant. Der Unterschied, muss ich auch gleich sagen, zwischen Mandel und Marzipan. Marzipan wird auch aus Mandel gemacht, aber bei Marzipan ist auch Rosenöl dabei, das ist der Unterschied. Aha. Und für mich ist eben die typischere ist die Bergvogelbeere, genau, aber die Bandbreite geht eben immer von der Vogelbeere-Plantage bis hin zum Berg.
Das wäre meine Ergänzung dazu. Aber wenn wir jetzt hernehmen, die Elsbeere und die Vogelbeere, sind die im Grunde genommen nicht sehr, sehr ähnlich? Oder was ist für dich die, von der Stilistik her, von der Aromatik her, der Unterschied von der Elsbeere zur Vogelbeere? Ja, gemeinsam haben die das intensive Mandelgeschmack sozusagen, aber Aroma öffnen sich in zwei verschiedene Richtungen. Und das Problem, also besonders bei der Vogelbeere, ist die Ausbeute. Also ich spreche immer nur von hundertprozentigen Bränden, also keine Geister, keine Destillate. Nur hundertprozentige Brände. Bei Vogelbeere hat man 1,7-1,8% Alkoholausbeute. Entschuldigung, muss ich gleich ergänzen. Ja. Das heißt 1,18 Liter pro 18 Liter 100 Kilo. Auf 100 Kilo 100%iger Alkohol, 1,8%, genau, so wird also das gerechnet. Man, wenn man von Ausbeute spricht, spricht man von Reinalkoholausbeute. Genau. Ja. Gegenüber Elsbeere hat etwas mehr Ausbeute, aber das Pflücken, die überhaupt die Bäume suchen und dazu kommen, die zu pflücken, weil das sind im Wald, das sind auch so hohe Bäume und man kann also nicht aufklettern, weil so wie bei der Vogelbeere, die Früchte hängen an die Äste ganz draußen. Also wenn du auch hochkletterst, du kommst nicht zu den Früchten dazu. Also da muss man sich gut organisieren. Da müsste man Affen zum Auskundschaften hinaufschicken, genau, damit man weiß, wo die besten oder Früchte sind. Oder fliegen müsste man können, so wie die Vogel, die das ja gerne essen. Aber wie machen das die Menschen dann? Wie kommst du zu den Früchten? Wie läuft da die Ernte ab oder das Sammeln? Ja, organisiert mit dem Kran, wo man dazukommt natürlich nicht. Das ist also gar nicht einfach. Und wer bezahlt dir das? Ich natürlich. Für meine Freude. Der Aufwand und die ist Hilfe. Unendlich. Ja, unendlich, ja. Aber das macht Freude, weil das organisiere ich 2-3 Mal in 10 Jahren, also wenn die Früchte wirklich hängen. Und da kommen natürlich Hausfreunde mit, die sich 4-5 Tage Zeit nehmen. Und wir fahren dann zum Ort und organisiert eben mit dem Kran. Und da wird gearbeitet, also 3-4 Tage lang. Und da sammeln wir 700-800 Kilo Beeren, die dann zu Hause dann entrappt werden müssen, geteilt die, wo reif sind, und die, wo nicht reif sind, lassen wir weiterreifen. Die anderen, die reifen, werden sofort eingemeischt. Und Spontangärung, die brauchen also nichts. Also das ist ganz, ganz einfach, im Großen und Ganzen. Das Problem ist die Grundstoffe sammeln, ja. Das ist wirklich viel Aufwand und da braucht man viel Herzblut dazu, um sich diese Arbeit anzutun. Wenn ich jetzt die sensorische Bandbreite hernehme von der Vogelbeere und der Elsbeere, für mich sind die Vogelbeere und die Elsbeere recht ähnlich, aber die Elsbeere hat für mich auch mehr florale Noten und florale Noten auch, die teilweise in Richtung Orchidee hineingeht. Und das Witzige ist, ich assoziiere das immer, wenn ein Elsbeerbaum, ein riesiger, in der Blüte steht, das assoziiere ich immer mit der Blüte oder mit den Blüten, die Orchidee, die sind ganz schöne Bäume. Also richtig große. Um die Bäume auch zu entdecken, geht man im Frühling, wenn die blühen. Also dann sieht man auch von Weitem, wo die Bäume sind, und da dann im Herbst, wenn man pflücken geht, weiß man auch, wo die Bäume sind. Also und auch die neue Bäume entdecken, nicht, wo man vorher nicht gekannt hat. Weil wenn wir in Umbrien, da sind 400 Kilometer zum Fahren, nicht, und organisiert, da wir gehen immer in die gleichen Bäume, also wir schauen uns ein bisschen rum, aber neue Bäume zu entdecken, die, wie soll ich sagen, einfach zum Erreichen sind, das ist natürlich eine große Hilfe. Ja. Aber bei uns machen das dann im Herbst, wenn die Früchte reif sind, die Vögel.
Dann weißt du, ja, genau. Dann weißt du genau, wo die besten Früchte, die besten Beeren hängen. Und vor allem die Jäger, die sind nicht so zufrieden, wenn wir die Beeren... Das kann ich mir vorstellen, wenn du mit der ganzen Gerätschaft anrückst. Genau, genau. Und in Österreich, im Wienerwald, ja, sind ja, glaube ich, sehr, sehr viele Elsbeerbäume. Das sind sehr viele. Ich weiß, dass in Oberösterreich etwas da gegen die tschechische Grenze Bäume sind. Aber es geht ja niemand, die Beeren pflücken. Das machen nur Fetischisten. Und die Elsbeere heißt bei uns auch Adlitzbeere. Das ist ein und derselbe Name für das gleiche Produkt. Ja. So, die Schlehe. Ja. Die Schlehe ist doch die Urzwetschge, oder? Genau, das ist ja die, eigentlich die von den Schlehen kommen alle Zwetschgen und Pflaumen, die wir kennen. Also das ist die richtige Urzwetschge, ja. Das heißt, die haben alle DNA von der Schlehe im Grunde genommen. Natürlich. Und das sind keine hohen Bäume, aber dafür die stechen, weil die haben auch so lange Dornen und das Pflücken ist auch sehr problematisch. Also da gehen wir in Maremma oder in Toskana und das tun wir auch selbst sammeln, ja. Ja, sehr oft wird ja die Schlehe auch für Hangbefestigungen eingesetzt. Da habe ich schon Fotos gemacht. Auf Hängen zur Straßen sind viele Schlehen, so strauchbaumartige Gewächse. Ja. Ja, aber nur Schlehe ist für mich ein tolles Produkt, weil es einfach sehr viel Bitterschokolade, sehr viel Marzipan, sehr viel Cantuccine drin hat. Nur eines muss ich auch sagen: Ich mag keine Schlehe, wenn sie grüne Töne hat. Das ist für mich störend. Für mich muss eine Schlehe eine total süße Frucht sein mit viel Röstaromen. Und das Grüne ist für mich immer eine gewisse Unreife, was eigentlich in dieser Stilistik ja, störend ist. Jetzt leiden wir bei uns, also in Italien, also in Mittelitalien, ich spreche von Toskana und Maremma, gegenüber hier Mitteleuropa, wo die Früchte hängen bleiben, bis Frost kommt. Und die sind dann wirklich durchgereift. Bei uns müssen wir zeitig gehen, da ist das Laub noch dran. Weil wenn die reifen, die fallen am Boden. Also wenn du wartest Ende Oktober oder November, da hängen keine Früchte mehr dran. Deswegen müssen wir zeitig gehen, sonst kriegen wir keine Früchte. Also ja. Das ist der Unterschied. Deswegen kann es eben so gründliche Töne haben, so wie du gesagt hast. Ja. Ich habe nicht gern, aber nur schauen wir mal jetzt einmal deine Vogelbeere an. Okay. Riech mal und schmeck mal. Ja, das ist eine Vogelbeere, so stelle ich sie mir vor. Das ist Meisterklasse, das ist ein Produkt, ein Meisterschüler, so wie er sein soll. Sein sollte, ja. Also es ist. Also bei der Vogelbeere, da kann man nicht vieles Falsches machen. Das einzige Problem, Gärung, dadurch, dass wirklich sehr wenig Zucker da ist. Und die Gärung durch die Sorbinsäure tut ja auch die Gärung irgendwie behindern, also bremsen nicht. Also da muss man versuchen, das, weil im Herbst müssen die Gärbottich in ein warmes Ambiente hinstellen, so dass die Gärung am Laufen bleibt. Ja, ja. Vidal, ich jetzt bitte, lass das bitte eingeschenkt. Ja. Schenk jetzt bitte die Elsbeere in das nächste Glas, dann besprechen wir die und dann vergleichen wir die zwei Produkte. Da bin ich gespannt. Geht schon, danke. So, das ist jetzt die Elsbeere bzw. Adlitzbeere. Da habe ich recht viel, Lörobstaromen. Das geht auch fast ein bisschen in die Mispel hinein, was wir früher gesprochen haben. Auch, ja. Aber in verschiedenen Richtungen. Auch schöne Petroltöne habe ich drinnen. Ja. Schön, wenn ich unterbrochen habe. Aber
dass du dann, es öffnet sich in viele verschiedene fruchtige Töne, sogar nach exotischen Früchten, finde ich da im Grunde. Ja. Bitterschokolade wäre auch, probieren wir es im Geschmack. Sicher, ja. Da kommt aber jetzt das Vogelbeere wieder mehr durch. Ja. Also ein Geschmack. Aber nicht grünlich, so wie die Vogelbeere, sondern... Es geht in Richtung von der Fruchtigkeit her oder von der Bärigkeit her, aber nicht vom Grünen her. Also das, geht mir sehr ähnlich, also Sorbus ist Sorbus. So, und das Letzte haben wir jetzt, eine Schlehe. Wenn du bitte dann die Schlehe einschenkst, lass mir die Gläser einfach stehen. Ja. Seht ihr das? Ich persönlich liebe Schlehe, weil sie einfach perfekt zu Kaffee dazu passt. Das ist für mich eine Harmonie. Nach dem Kaffee. Ja, Resentin, aber auch dazu zum Trinken. Ja. Habe ich auch ein bisschen Don Carbone. Jetzt ist aber ein reifes Produkt, das du da hast. Gell? Was ist das für ein Jahrgang? Der Jahrgang ist, 2013. Ja, 10 Jahre beinahe. Ja. Ja. Verdünnte Liter haben wir 85 verdünnte Liter gemacht, 42. Ja, ich meine, das sind natürlich Spezialitäten. Das sind ja die Mengen, klar. Aber nur bei den Mengen, die man sammeln kann, kann man nicht mehr, man hat nicht mehr Ausbeute und hat dadurch auch nicht mehr Alkohol, sprich Destillate. Klar. Weil Fruchtfleisch ist auch wenig dran, ist also mehr Stein als Fruchtfleisch, also bei der Schlehe nicht. Wie würdest du ihn beschreiben, die Schlehe? Probier es im Geschmack auch. Irrsinnig elegant. Ja, ist schön, komplex, hat eine wunderschöne Tiefe. Jawohl. Deswegen passt er wunderbar zu Schokolade oder zu Kaffee. Jetzt hinten noch das ganze zart-bittermandelige, das ganze die Röstaromen, das ist nicht. Das ist nicht wuchtig, die Röstaromen, sondern die sind irrsinnig facettenreich, gespalten, gegliedert. Schmeckt perfekt. Medoria, ich hoffe, dass du hier noch lange diese Arbeit antust, um so besondere Früchte zu pflücken. Ich hoffe, dass dir deine Freunde und Bekannten weiterhin gut gewogen bleiben, weil absolut. Alleine kannst du die Arbeit nicht machen. Danke, dass du wieder gekommen bist. Bei Ihnen zu Hause möchte ich mich fürs Zuschauen recht herzlich bedanken. Wildfrüchte sind sehr speziell, was die Besonderheit und die mühsame Verarbeitung angeht. Nochmals danke für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns in Ihrem Freundeskreis weiter. Es würde uns freuen, wenn Sie auf unserer Webseite und auf der Videoplattform iws.tv unsere Videos anschauen oder auf YouTube haben Sie ebenfalls die Möglichkeit. Und auf YouTube wäre es wirklich super bzw. super toll, wenn Sie unseren Kanal abonnieren könnten, damit wir Sie wöchentlich mit unseren World Spirits Videos informieren können. Ich wünsche Ihnen zu Hause alles Gute. Chin Chin. Victoria, danke noch einmal. Ciao. Salute. Prost. Wahnsinn. Aber die Vogelbeere, da hat es ja die Simon. Also.